Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, in der Zwischenzeit ist das Auto wieder repariert und aufgeräumt. Dann können wir direkt loslegen. Das sind die Werkzeuge, die wir mitnehmen. Wir schauen noch, ob der Tank ordentlich. Wo ist denn überhaupt mein Tankloch hin? Der sieht voll aus und das Teil sieht hier auch voll aus. Wunderbar, dann wählen wir eine Route und dann brauchen wir nochmal Sumpfeier. Ich hoffe, diesmal finden wir genug. Ja, sieht zwar extrem da aus, aber wir müssen ja trotzdem hin. So, ich habe auch noch ein bisschen Speicherplatz rangebracht. Also wir haben hier Stauraum, Stauraum, Stauraum. Also an Platz wird es diesmal nicht mangeln. Ich glaube, da kann man ein ganzes anderes Auto mitnehmen in Einzelteilen. So. Mein Auto winkt mir zu, so soll das sein. Die Funktionen sind nicht gemappt. Das schauen wir mal. Arc Dog. Verbesserte erste Hilfe für unterwegs. Okay, aber da kommt erstmal die Handbremse rein. Da unten kommt. Ah, okay. Ich habe irgendeine Option verloren. Nee, gut. Achso, ja, ich habe vorne und hinten eine gepanzerte Stoßstange jetzt dran, weil die Lim-Stoßstange ist kaputt. Die ist gerade beim repariert werden. Und da hat sich's einfach angeboten, vorne und hinten mal was Neues ranzudengeln. Jö. Dann, na, da ist ein Busch mitgekommen, der will wohl auch mit auf Reisen gehen. Das darf er von mir aus gerne. Also irgendwie fährt das Auto langsam. Ich hätte doch ganz gern den neuen Motor. Dafür braucht man aber Carbonglasfaser und dann diese komischen Baumbonbons. Die haben wir noch nie gefunden. Nur vom Müllcontainer her bekommen. Da bin ich ganz gespannt. Also, wir fahren mal hier nach E7, dann nach G9 und dann nach C5. Ist ja wie beim Schach hier. Naja. Außer, dass ich so viel, nicht hier so viel denken muss. Merkt man schon an der Sprache ein bisschen, das gelingt mir heute mal wieder nicht gut. Oh, hier, erster Wegpunkt zu den Chemikalien. Brauchen wir auf jeden Fall. Und ich habe in der Zwischenzeit auch nachgeguckt, was so eine Wackelwrack-Anomalie ist. Das ist irgendwie ein rostiges Auto, das wackelt, ist uns bis jetzt noch nicht aufgefallen. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Da müssen wir vermehrt ein Auge drauf haben, weil sonst wird es nichts mit den Batterie-Upgrades. Und ich mag meine Batterie-Upgrades. So. Ja, in den Kofferraum müsste man nicht mehr unbedingt schauen. Ich bin direkt falsch rumgefahren. Hat mich der Wegpunkt einfach so dermaßen abgelenkt, dass ich falsch rumfahre. So, macht man vielleicht ein bisschen Radio an. Hier ist es ja noch nicht so stressig, da brauche ich nicht alle meine Sinne auf der Straße, um panische Blicke auf etwaige Anomalien zu werfen. Ach, das ist schon ein, würde nicht sagen, ein besonders gutes Spiel, aber es ist ein Spiel und mir macht's Spaß. Mal mehr, mal weniger, aber insgesamt bin ich doch ganz zufrieden. Das sieht wieder wertvoller aus, auch nur ungefähr. Ja, primitive Platte. Okay, das rollt nicht weg. Schauen wir mal in den Kofferraum. Ich dachte, wegen dem Lack sieht das hier vielleicht bisschen wertvoller aus, anscheinend nicht. Wieso holpert das denn wieder? Hab doch extra alle Reifen repariert. Na gut. Radio ist doch ein bisschen laut jetzt. Kann mich so gar nicht konzentrieren. Naja, vielleicht stelle ich es in-game mal leiser, dann können wir es auch ein bisschen mehr anhaben. Da sind wieder viele Püppchen. Mag ich natürlich nicht. Hinter uns geht schon wieder die Luzi. Mag ich auch nicht. Irgendwie wieder so irgendwas, was aus der Erde emporschießt. So. Dann mal weg mit euch. Yay, ein Thermokristall. Nee, Plastik. Habt ihr kein Thermokristall fallen lassen? Doch, da ist einer. Ganz da hinten. Was machst du da im Schlamm? Komm schon. Fall nicht. Brauch dich. Wo bist du hin? Ach, das war nur die scheiß Fackel. Nein. Na, zumindest haben wir hier eine Rohrpost. Lohnt sich vielleicht. Holzpanelaufkleber muss nicht sein. Nimmt nur Inventarplatz weg, obwohl wir haben genügend. Ist egal. Ich sag, das nimmt Inventarplatz weg.
Da werde ich mir schon was bei gedacht haben. Oh, das sieht wieder nicht so gut aus. Dann nehme ich Schaden. Wieso muss ich denn heute alles aufbrechen? Sehr unfreundlich hier schon wieder in der Zone. Aber Fackeln haben wir wieder voll. Das finde ich natürlich gut. Irgendwas Mut da im Hintergrund. Von mir aus kann das aufhören. So, müssen wir uns da wieder... Ja, da müssen wir kurz durch. Und da sehen wir auch schon, dass es uns hier nicht gut geht. Gefahrgutschrank. Können wir den auch einfach aufhämmern? Interessant. Na gut. Dann brauchen wir das Brecheisen vielleicht gar nicht. So, Gesundheit sinkt, Loot steigt. So mag ich meine Spiele. Da haben wir noch einen Spind, einen Schrank. Nehmen wir alles mit und dann war's das schon hier. Haben wir zumindest ein paar Chemikalien bekommen. Bei Wilma mehr. Ja gut, mehr Chemikalien, aber so leicht ist das nicht. So, mal Inventar wieder leeren. Bis jetzt muss ich nichts snacken. Oh, da ist noch eine Puppe. Nein, starte. Gang. Mag das nicht, wie die mich verfolgen. Hab mich immer noch nicht wirklich dran gewöhnt. So. Ja. Sehr anormal hört sich das an. Ich denke, wir müssen mal ein bisschen was von den Teilen hier noch aufsammeln. Dann haben wir später nicht so einen Stress. In den anfänglichen Zonen ist es halt immer schön, unspektakulär einfach mal so Energie einzusammeln. Später wird es da ein bisschen stressig. Deswegen macht es vielleicht Sinn. Vielleicht ist das auch schon eine Wackelwrack-Anomalie. Was weiß ich. Sieht bis jetzt wie ein normales Auto aus. Hallo? Wackel mal. Scheiße. Ich bin echt nicht überzeugt davon, dass wir die Anomalie noch nicht gefunden haben. Ja, mach mein Auto halt gleich kaputt. So. Die haben es gezeigt. Okay. Auto geht's dir gut? Oh, bist ein bisschen geladen, das ist in Ordnung. Wackel mal. Nee. Hat nichts gebracht. Habe ich aber mal gescannt. Ist das nicht schön? Haben wir auch noch nicht gescannt gehabt, wie auch immer. So. Dann auf zum Wegpunkt, würde ich sagen. Sieht natürlich auch cool aus, das Gebäude da vor mir. Ich glaube, da können wir gar nicht rein. Das ist vielleicht so ein extravagantes Trafo-Häuschen. Keine Ahnung. So, da unten müssen wir hin. War voll unnötig, hier den Berg hochzufahren. So, da parken wir aber nur in der Nähe. Ja, bevor unser Auto wieder auf die Fresse bekommt. Gang lege ich gar nicht erst ein. So. Schön, dass die Tür diesmal aufbleibt. Komm, ich ziel doch. Und Feuer. Au. Womit habe ich den Stromschlag verdient? Ich will die doch nur ausschalten. Vielleicht damit. Ah, das gute Plasma, das braucht man unbedingt. Ich glaube, da hinten gehen wir auch noch kurz Plasma klauen und Puppen zerstören. Ja, hier, in die Fräse. Ah, Thermokristall. Wusste ich doch. Ein Benzinfass. So, nee, nicht das, sondern das. Haltet mal. Nein, das war zu früh, das war zu früh. Scheiß, scheiß. Muss ich eine Konserve essen? Sehr gut, ausgeschalten. Schönes Plasma für uns. So, haltet Ausschau nach einem Auto, das sich komisch verhält und wackelt. So, Puppen. Jetzt gehen gleich die Anomalien wieder los, nur weil ich das hier... Ist das ein Rohrposting? Nee, das war ein Plasma-Generator. So, jetzt wird es gleich wieder instabil hier. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Boah, nehme ich Schaden heute. Gleich mal was futtern. Ja. Und noch eine, weil es so geschmeckt hat. So. Ja, schauen wir mal. Noch haben wir ein bisschen... Direkt hinter uns soll noch eine sein. Okay. Da vorne ist auch noch eine. Was ist denn das? Ist das gerade gespawnt? Das ist ja ein großes Teil. Das ist gerade gespawnt. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Doch, wir haben ja so eine Radarkanone auch, um die zu entdecken.
Mein Auto rollt zurück, das ist schon in Ordnung. Lauf! Lauf! Nein! Nein! Komm schon! Nein! Au, 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 au! So viel Konserven habe ich nicht. Lass doch mal mein Bällchen in Ruhe. Oh. Nicht in Strom, nicht in Strom. Du magst keinen Strom. Batterie ist voll, dankeschön. Schnell weg, ja. Schnell weg. Nicht da rein. Okay. So weit, so gut. Da hinten ist die nächste. Hui. Dem Auto geht's noch gut. Mir geht's so mittel. Das ist doch wunderbar. So, das lassen wir vielleicht gleich mal ein bisschen vorrollen. Obwohl, so Drive-By klauen kann ich auch. Rein! Rein! Und weiter. Bevor sich die Anomalie hier was anderes überlegt. Okay, jetzt ist die Frage, da hinten sehe ich, glaube ich, noch eins. Kann man direkt aufsammeln. Und wow, hier liegt ein guter Truck. Ein Glück sind wir hier noch lang gefahren. Ich glaube, das wird uns weiterhelfen. Halt mal kurz an. Die Figuren, die gruseligen, ja, Touristen. Mag keine Touristen. Ah, wart ja ganz schön viele. Und da hinten, glaub nicht, dass ich dich übersehen habe. Kollege, was ist denn das? Das haben wir noch nicht gescannt. Ich glaube, das ist ein Grafikbug. Grafikbugs kann man nicht scannen. So, primitive Stoßstange braucht man eigentlich nicht. Nehmen wir trotzdem mal mit, können wir verarbeiten. Ja, rein da. Rein da. Oh, hier stürmt es. Das ist es. Der Sturm kommt hierher. Na, dann wird es aber Zeit, schnell hier einzusammeln und abzuhauen. Wenn es keiner will, nehme ich's. Ah, wir hätten die Reifen noch zerschreddern können, das ist natürlich klar. Und ich glaube, der hat sogar noch eine gepanzerte Tür. Wir sind gerade aber in prekären Verhältnissen. Nee, der hat nur eine Stahltür. Stahltür, okay, dann lohnt sich's ja kaum. Na gut, ab in die nächste Zone. So, Sturm ist da. Wegpunkt ist dahin, wo er hingehört. Und fahren. Mit bisschen Rückenwind. Mit ordentlich Rückenwind. Nur gar nicht so schlecht bis jetzt. Hab immer Angst gehabt vor dem Sturm. Muss man ja gar nicht. Der hilft einem ja nur. Der will nur spielen. So, gleich sind wir auf einer Art Straße. Und da kriegt wieder die Instabilität lang. Aha. So ein Wackelwrack würde ich aber doch ganz gern entdecken heute. Weil an den Batterien scheitert es vorne und hinten. Ich mag es nicht, dass der Himmel gerade so backt. Da links haben wir ein gutes Auto. Ich glaube, das hat Stahlplatten. Die müssen wir uns ansehen. Bin doch gar nicht drüber gefahren. Das halte ich für ein Gerücht. So. Wir halten mal ganz kurz hier an. Schalten etwaige Touristen aus. So, sucht euch einen anderen Reiseführer. Die nehme ich. Nur Plastik. Was soll denn das? Ich brauche Thermosaftkristalle. So. Bitte gepanzerte Türen, bitte gepanzerte Türen, ja. Ohne gepanzerte Platte. Nehmen wir beides, das ist wunderbar. Können wir absprengen. Einmal. Und zweimal. Nein. So, du kommst mit. Das wird unsere neue Motorhaube. Hätte man schon viel früher machen sollen. So, Stahlplatte kommt. Ja, da oben rein, ist egal. So. Und wunderschön, so soll das aussehen. So, die Stahltür kommt auch nochmal mit. Rein da und die andere holen wir uns. Oh, Reifen ist auch mit abgehüpft. Naja. So, die gepanzerte Tür ist am Arsch. Da gehört sie garantiert nicht hin. Die muss man kurz reparieren. Habe ich was zum Reparieren dabei? Also Farbe wäre ganz praktisch. Wir hätten auch einen Schweißbrenner, aber brauchen wir gerade nicht. Da reicht ja hier einfach schon neuer Anstrich, das passt schon. Und Abdichtspray wird es auch brauchen. Ist egal. Fürs Erste ist es egal. Dann schauen wir nochmal kurz hier rein. Vielleicht hat es hier noch irgendwas für uns. Nö.
Okay, da unten haben wir. Da ist so ein Mixerteil, das haben wir auf jeden Fall schon gescannt. Ne? Und die können wir nicht scannen. Na gut, dann ab zur nächsten Zone. Sind hier schon fertig. Sind hauptsächlich für die Sumpfeier hergekommen. So, einmal wenden in. Naja, in zwei Zügen. Klappt anscheinend auch. Und dann geht's weiter. Solange das Auto noch so schön heil ist. Entweder da hinten. Ah, da ist ein Benzintruck. Ich glaube, das wäre vielleicht noch ganz praktisch voll zu tanken. Andersrum. Ich muss andersrum. Das könnte doch ein Wackelwrack sein. Es bewegt sich zwar nicht, aber vielleicht werden wir nicht hinschauen. So, wir fahren hier einmal elaboriert an die Zapfsäule ran. So mache ich das bei normalen Tankstellen auch immer. Also nicht wundern. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Frisst echt viel Benzin gerade. Ich glaube, weil wir so schwer sind inzwischen. Hab sehr viel gegessen in der Zwischenzeit. Okay, da sind Offroad-Reifen. Was bist du? Nichts Wichtiges. So. Was ist denn in Offroad-Reifen drin? Hoffentlich Gasflaschen. Nee, Haufen Federn und Zahnräder. Ja, ist ja gut. Ich versuche nicht so auf den Himmel zu schauen. Ich denke mal, in der nächsten Zone hat sich's eingekriegt. Ansonsten will ja nicht, dass hier jemand einen Anfall kriegt. So, die Stahltür nehmen wir auch. In Einzelteilen natürlich. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Ah, wieso kann ich mehr Zeug aus Chemikalien und Gasflaschen bestehen? Macht bestimmt Sinn, hier mit dem Plasmaschneider direkt am Tankschlauch rumzubohren. Kann bestimmt nicht schief gehen. Boah. Geräusche, die ich nicht hören will. Ist das ein Wackelfrack? Nee. Nee. Gut, ab zur nächsten Zone, dann hoffe ich, dass der Himmel nicht rumspinnt. So, was haben wir dann noch? Eigentlich nichts mehr außer Sumpfeierform. Energie haben wir wieder ordentlich, das ist schön. Kann man vielleicht sogar was Sinnvolles craften. Aber wir brauchen Sumpfeier in großen Maße, sonst kommen wir mit der Hauptstory nicht weiter. Okay, da ist noch. Du bist ein Wackelfrack, das sehe ich doch sofort. Boah. Nein, das ist ein normales Autowrack. Ja, diesmal wäre es vielleicht sinnvoll, die Bremse eingelegt zu haben oder einen anderen Gang. Boah, das mit dem Himmel ist echt ein bisschen irritierend. Streicht das bisschen, das ist echt irritierend. So, bei der Anomalie war ich mir sicher, dass ich die gescannt habe. Es sei denn, das Spiel sagt irgendwann was anderes und ab in die nächste Zone. Ist das schon eigentlich die gelb markierte dann? Also da, wo es ganz ätzend sein soll? Noch nicht. Das ist ja unser Ziel. Ist das nicht schön? Joa, da wird's wieder spannend. Aber wir haben ja inzwischen ganz, ganz okayes Auto, würde ich mal meinen. So. Dann halte ich kurz an, bevor die Zone triggert. Da sind Portale, könnte man sogar raus. Wird aber eher noch in den Chemikalienhaufen hier schauen. Da wäre es natürlich am besten. Ja, schauen wir mal. Auto ist okay. Wegpunkt ist gesetzt, sogar hier in der Nähe. Da kann gar nichts mehr schief gehen. Es sei denn, wir finden keinen Wackelfrack. Immer noch ein lustiger Name, sagt das sehr gerne. Und hui! Und nochmal hui! Au, das war zu viel Hui. Zu viel Hui. Ah, wir liegen ja richtig. Sehr gut und sind nah am Wegpunkt. Alles gut gemacht. Alles so, wie es sein soll. So. Da nehmen wir wieder Fackeln mit rein. Auto lasse ich mal. Muss ich keinen Gang einlegen, hoffe ich. Oh, wir haben Platten, glaube ich. Bist du platt? Abdicht, Kid. Scheiße. Mach mal schnell eins. Nicht hier, sondern da. Abdicht. Können wir nicht? Doch. Mit Platten fährt sich so schlecht. Hui. Ja, hat sich doch schon wieder gelohnt, das craften zu können. So. Was haben wir hier? Laborcomputer. So viel brauche ich eigentlich gar nicht von denen. Elektroteilen.
Zumindest aktuell nicht. Habe ich nicht den Eindruck. Aber Gasflaschen braucht man ganz viele. Die Fackel nehmen wir mit. Wäre mal schön, so 30 Chemikalien auf einmal hier zu finden in irgendeinem Schrank. Könnten die ruhig deutlich mehr lagern davon. Ja, in der Kiste war jetzt nichts Nennenswertes drin. Hier gibt's... Ah, da gibt's nochmal Chemikalien. Unser Glück. Dem Chemikalienbesitzer sein Pech. Und Gasflaschen sind auch noch drin. Wunderbar. Und dann haben wir, glaube ich, dieses Teilgebäude schon durchsucht. Ich würde mal sagen, dann sollten wir innen mal ein bisschen was speichern. Weiß nicht, ob hier meine Lager seitlich und oben abgerissen werden können. Ich nehme mal stark an, dass sie es können. Und das wäre dann ein bisschen schade um die ganzen Chemikalien. So, dann können wir eigentlich hier noch die nächsten anfahren. Sind ja wirklich in der Nähe. Und den Wegpunkt würde ich gerne umsetzen. Das machen wir dann etwas später. Okay, hier wieder... Habe ich noch einen Platten? Ich glaube, ich habe noch einen Platten. Müsste ich mal schauen. Das ist aber doof. Nee, sieht aktuell nicht so aus. Der ist in Ordnung. Der ist auch in Ordnung. Okay, keine Ahnung, warum sie es dann... Vielleicht wegen dem Untergrund hier. Und Plasma für den Lukas. Ja, ich mag mein Plasma. Hilft uns weiter. So, die brechen wir natürlich auf, wie es gute Manier ist. Und Fackel. Verwende die einfach sehr gerne. Ich weiß, ich habe eine Taschenlampe, aber ich finde das unpraktisch. Vor allem, wenn man hier die Kammer schnell mal ablegen. Ich hätte gern so eine Stirnlampe tatsächlich. Ich fände das praktischer als eine Taschenlampe, die ich halten muss. So. Aber für Chemikalien lohnt sich das schon mal. Wenn es nachher mit den Sumpfeiern so läuft, dann... Boah, dann läuft's heute, würde ich sagen. So, Brechstange habe ich keine mehr. Hammer geht ja auch, haben wir gelernt. Ja. Empfohlen wird zwar Brecheisen, aber... Oder Brechstange. Klappt auch so. Da ist das schon das letzte hier in dem Teilgebäude. Ich glaube, wir haben schon alle Gänge erforscht. Dann, ja, da waren wir auch schon. Dann kann es direkt weitergehen. Schauen wir uns nochmal um. Sehen wir lieber auf die Karte. Geht, glaube ich, ein bisschen besser. Fackel habe ich natürlich fallen gelassen. Die hat ja einen gewissen Verbrauch. So, links ist noch ein Stabilitätsanker. Den wollen wir auch noch kurz holen. Solange es uns möglich ist, Energie zu farmen, machen wir das. Dann haben wir nächstes Mal in der nächsten Zone auf jeden Fall kein Problem zu entkommen. Auch wenn wir nicht die Sumpfeier bekommen. Aber ich will diese Sumpfeier. Ich brauche die Sumpfeier. So. Das müssen wir reintun. Ich würde mich davor mal ausnahmsweise ordentlich hochheilen. Vor allem in der nächsten Zone würde ich gern mit guter Gesundheit starten. So, haben genügend Konserven. Kann nämlich schön, schön satt fressen. So, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Gleich ist hier wahrscheinlich wieder die Hölle los. Vor allem sehe ich schon wieder so Bodendinger. Wird mich nicht wundern, wenn wir gleich in die Luft geschleudert werden. Noch geht's. Erstmal raus hier aus dem... aus dem Ding. So. Neuer Wegpunkt. Ich würde sagen, gleich passend zur nächsten Zone. Bin ganz zufrieden mit der Chemikalienausbeute. Wenn wir noch auf irgendwie solche Häuser stoßen, dann gerne. Liegen ja auch ein bisschen auf dem Weg noch. Ansonsten geht's jetzt nur noch um die Sumpfeier. Hui. Bist du ein Wackelfrack? Du wackelst doch. Du siehst so heimtückisch aus. Scheiße. Nein. Ach, ich brauche eine Brechstange wieder. Hammer zum Glück hinten drin liegen. Dachte ich zumindest. Aber keine Brechstange mehr dabei. Hab ich mir mal gedacht, ach, die brauche ich ja eh nicht. Aber die sollte nicht so teuer sein. Ja, Klebeband und Metallschrott. Das sind Premium-Werkzeuge hier. Zumindest aufhebeln können wir mal. Oh, und für Fackeln hat sich das gelohnt. Das freut mich. Dafür brauche ich immer eine ganze Menge.
Da oben sind wieder Gleise. Weiß nicht, ob da jemals was Wertvolles für uns ist. Wir versuchen aber trotzdem mal, hier uns noch ein bisschen umzuschauen und da nach oben zu kommen. Da hinten ist ein Truck. Glaube ich. Sieht noch ein bisschen unscharf aus, aber ich glaube, da ist ein Truck. Die haben immer das wertvolle... Scheiße! Wertvolle Zeug. Eine Notteleportation, bitte. Musste das jetzt wieder sein? Fahr ich über was, was mich gleich auf den Kopf stellt? So sollte das nicht sein. Bist du ein Wackelfrack? Nein. Sieht nicht danach aus. Frag mich echt, wo die sind. Vielleicht da hinten? Da sind zumindest Puppen, die ich auch nicht leiden kann. Hier wackelt mir nichts entgegen. Primitive Platte. Seitliche Batterie. Die können wir eigentlich direkt anbringen, anstelle von so einem Lager. So, die esse ich einfach. Ersatzglühbirnen-Kit braucht man, glaube ich, nicht. Das schauen wir mal, dass wir das einfach hinten verstauen. Geht die nicht da rein? Oh, die kann ich nicht. Scheiße. Was ist hier drin? Zu viel. Was ist hier drin? Nix. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Lass mal da. Seitliche Batterie. Tu mal ran. So soll das. Jetzt haben wir mehr Batterieleistung. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das andere, ja, könnte man verschrotten. Kann es auch einlagern. Bringt ja Ressourcen so oder so. Ja, ob die primitive Tür sich jetzt lohnt. Darüber können wir gerne streiten. Ich würde prinzipiell sagen, nein. Aber wir haben sie jetzt trotzdem. Alles gelootet. Gut, zerschreddert haben wir ihn natürlich nicht, aber... Das braucht man jetzt wirklich nicht. So, komm schon. Wackelt mal, ihr Autos. Wackelt mit den Ärschen. Wackelst du? Wackelst du? Wackelt hier irgendwas? Ich glaube nicht. Lass mal das mal kurz ein bisschen rollen. Können wir schnell wieder einsteigen. Hier können wir, glaube ich, gar nichts machen, außer die Lampen da. Wackelst du? Nee. Ja, du brauchst eine Brechstange wieder. Ja, natürlich. Aber für Fackeln sind die echt nicht schlecht hier. Inventar voll. Das mag ich gar nicht. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Ausgang. Schade. Nein, die Tür wollte ich nicht aufmachen. Wirklich schade mit der Anomalie, die uns batteriemäßig voll einschränkt, aber zum Glück haben wir jetzt eine seitliche gefunden. Das ist schon mal viel wert, würde ich behaupten. Wir sehen es auch hier, Batterieanzeige ist relativ gut, da freue ich mich. So, dann müssen wir demnächst irgendwo rechts rum. Weiß nicht, ob ich den Steinchen ausweichen muss, wahrscheinlich ein bisschen. Wackelt das Auto hier? Nein. Weiß auch nicht, ob ich da zu Fuß hin muss. Eigentlich nicht. Bisschen merkwürdig, das Ganze. Da, da ist noch ein Truck. Und zwar ein guter. Hat vielleicht... Nee, der hat nichts Gepanzertes, obwohl das teilweise so aussieht. Ich würde erstmal hier wieder Ressourcen einlagern, sonst kann ich gar nichts aufnehmen. Lack haben wir aber auch schon viel gefunden. So, Chemikalien... Ja, mir geht da nicht rein, aber wir haben ja komplett Seite offen. Oh, meine Fackeln wollte ich nicht einsortieren, das war dämlich. Na gut, 5 Stück Hammer. Stahltür. Offroad-Reifen. Offroad-Reifen. Was haben wir hinten drin? Eine Stahltür und schönes Zeug. Sogar Thermokristalle. Stahlrad nehme ich auch. Und die Tür... Passt hier nicht rein, passt da nicht rein. Passt da rein. Na also. Haben wir dann schon alles? Jo. Jo, jo, jo. Die Türen lassen wir dran, müssen wir nicht zerlegen. Weiter geht's. Ein Gang eingelegt. Dass ich das mal mache wieder. Dachte, ich lasse ihn jetzt einfach rollen.
So, vielleicht müsste man auch mehr auf die Anomaliegeräusche zufahren, aber glaube ich noch gar nicht so recht. Vor allem hauptsächlich dieses Stromzeug macht richtig viel Lärm. Komm schon, wird doch irgendwann mal ein Wrack mit dem Arsch schütteln. Wir fahren Richtung Sturm, aber das ist ja auch richtig so. Da ist ja unser Ausgang. Da passiert gleich wieder was auf der Straße. Nein, nicht umfallen. Was machst du denn? Und Elektrohäschen. Die brauche ich jetzt gar nicht. Ich glaube, dem sind wir noch irgendwie ausgewichen. Ja, aber der Sturm ist stürmisch. Wer hätte das gedacht? Ach, ich mag so einen richtig krassen Sturm eigentlich dann schon gerne. So, das Hütchen hat's nicht überlebt. Das ist einfach weggeweht. Komm schon. Na gut, bringt jetzt auch nichts mehr. In der nächsten Zone würde ich dann erstmal sagen, reparieren wir kurz die Motorhaube. So. Ja, Zone hat sich gerade geschlossen oder der Alarm ist gekommen. Damit sich die Zone schließt, das braucht man jetzt nicht. Uns weiter damit beschäftigen, wir haben sie ja gerade verlassen. So, schnell Gang rein. Oh, und da gibt es große Instabilitätsfelder. Das ist ja krass. Lohnt sich doch, in so einem Instabilitätsfeld hier zu sein. So, die konnte man stapeln. Ich glaube, das verbraucht man direkt. So schlimm sieht die Motorhaube doch gar nicht aus. Scheinwerfer sind okayisch. So, Reparaturkit ist am Arsch. Benzin ist in Ordnung. Im Moment in Ordnung. Dann schauen wir mal, wo hier Sumpfkristalle sind. Vielleicht, ich sag mal, auf jeden Fall die Energie ein. Das macht meiner Meinung nach Sinn. So, Lampe an. Wäre schön, wenn es hier heller wäre. Vielleicht finden wir ein paar Sumpfkorallen oder anderes Zeug relativ gut. Sumpfeier. Wir haben hier auf jeden Fall noch was. An dem Silo ist zwar die falsche Richtung. Manchmal sind auch Sumpfeier in solchen Autos hier. So. Vielleicht nicht unbedingt in dem. Oh, den Mülleimer hätte ich, glaube ich, sonst übersehen. Ach, der ist unter der Erde auch noch. Ja, gut. Dass ich die nicht finde, dafür kann ich dann auch nichts. Ist ja alles so dunkel hier. So, hast du Sumpfeier? Hast keine Sumpfeier. Das ist aber ziemlich schlecht für mich. Da hinten ist irgendwas, was leuchtet. Können wir uns später ansehen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall kurz mal hier rein. Dann ist der Hammer auch am Arsch. Können wir aber direkt einen neuen ausrüsten. Ach, schade. Die Sumpfeier, das sieht nicht gut aus. Ja, es sieht gar nicht gut aus. Ach, nur. Wofür gehe ich hier rein, wenn da nur eine Gaskartusche drin ist? Na gut, der Schrank. Bisschen zumindest war drin. Mein Licht ist echt hell? Kein Wunder. Ich die Batterie nicht. Komische Geräusche wieder. So, das ist natürlich jetzt komplett die falsche Richtung, obwohl da geht's weiter. Wir wollen doch gar nicht weiter im Moment. So, Wegpunkt ist gesetzt. Da fahren wir hin. Und zwar auf einem direkteren Weg. Stimmt, ich habe kein seitliches Flutlicht mehr. Ich glaube, das wurde mir letztes Mal gemobst. Und erst jetzt ist mir das aufgefallen. Oh, das ist wieder die Säure, glaube ich. Dachte, die Flüsse wären hier freundlicher. Anscheinend nicht. So, Auto verhält sich aber ein bisschen komisch. Kann man nicht anders sagen. Boah, das ist ja zappenduster hier. Da ist wieder so eine Giftkumpelblase. Schwerelosigkeit voraus. Die finde ich eigentlich immer ganz cool. Ach, nehmen wir sie doch. Zone schließt sich schon. Warum das denn? Wir waren kaum hier. Alarm kommt, Zone verkleinert sich.
Schau mal, dass wir uns gescheit positionieren, aber da sind Sumpfeier. Sumpfkorallen, meine ich, Verzeihung. Hier können wir sogar noch hinfahren. Ja, schadet mir ein bisschen, aber Staubsauger. Scheiße, hinten drin. Nee, schadet mir gerade nicht. Staubsauger. Und dann müssen wir raus. So ein Mist. Hä? Wieso sammle ich hier nichts? Das klappt. Komm schon, ihr Sumpfkorallen des Sumpfes. Oh, das sind zu wenige. Muss ich das ernsthaft nochmal machen? Nur wegen Sumpfkorallen oder noch dreimal? Dann mache ich das nicht im Let's Play, sondern mache das separat. Und dann können wir mal mit der Story weitermachen. Will euch hier ja jetzt nicht auf die x-te Sumpfmission mitnehmen. So, schließt sich gleich. Das hätte ich natürlich hier noch gern. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Okay, zerfahren kann ich die auch. Das ist vielleicht eine gute Strategie für später. So, Frage ist, wenn wir das nächste... Wenn wir uns die instabile Energie noch schauen, dann klauen, müssen wir irgendwie ja wieder rauskommen. Hoffentlich haben wir ein Portal irgendwie in der Nähe. Wir versuchen es noch. Kann ich... Nein, da sind fiese Teile! Nein, die nehmen ein Auto auseinander. Mag die nicht, das ist nur nervig. Komm schon. Boah, ey. Also so schnell war auch noch nie eine Zone zu Ende. Und das, obwohl wir hier eigentlich hin müssen zum Looten, finde ich ein bisschen schade. Ja, ich weiß, das geht gerade alles schief hier. So, komm. Hopp, 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 hopp. Da ist so viel instabile Energie und noch so ein Vieh. Scheiße. Ich glaube, das ist diese Darkness-Anomalie hier gleich drin. Deswegen ist es so dunkel. Die müssen wir vielleicht noch scannen, wenn wir draußen sind. Von der habe ich auch gelesen, als ich nach der Wackelfrack geschaut habe. Ah, shit, meine Scheinwerfer. Shit, meine Scheinwerfer. Ja, mit der Platte. Fuck, ey. Kann ich die nicht kaputt machen? Komm schon, ohne Scheinwerfer geht halt nichts mehr. Fuck. Notteleportation. Sehr gut. Lass das Ding los. Und wir haben keine... Doch, wir haben Lampen. Okay. Ach, so ein Mist. Und ich wollte es doch klauen. Ich hoffe, die sind mal mit den Lampen da beschäftigt. Komm, wie arg... Wie hoch ist das denn? Scheiße. Gerade alles scheiße hier, auch mit dem Zusammenziehen. Komm schon. Nur noch ein bisschen, dann haben wir's. So, ich stelle das mal hier in Parkmodus. Muss doch irgendwo sein. Da hinten. Oh, so weit entfernt. So weit entfernt. Was ist denn das? Also, war es nur von der Seite. Beschädigter Anker. Ist das was Neues? Vielleicht ist das was ganz Neues. Das ist nicht die normale unstabile Energie. Das ist, glaube ich, die dritte Form, die wir brauchen. Und gleich so viel Energie. So. Jetzt positionieren wir uns richtig und dann raus hier. Da oben ist auch Gravitationsanomalie. Interessant. Und was ist das?
keine Ahnung, was das ist. Ich würde sagen, wir müssen trotzdem hier irgendwie raus. Müssen wir aber noch nicht. Wir fahren kurz noch weiter. Das lila Ding wird mich aber auch interessieren, muss ich ehrlich zugeben. So, wir schauen mal, wann so der letzte Zeitpunkt ist, wann wir das Portal aktivieren können. Und dann schauen wir, dass wir das wertvolle Zeug hier rauskriegen. So, noch sieht's okay aus. Wir können natürlich jetzt den Abstecher nach links wagen, obwohl lieber nicht. Lieber nicht. So, ich denke mal, wir öffnen das. Ah. Shit. Komm schon, irgendwie raus. Irgendwie raus. Echt, man sieht hier... Nein, und da wären so viele Korallen noch. Sag mir nicht, dass das andere auf dem Berg ist. Dass ich jetzt auf den Berg muss. Komm schon. Ich dachte, das wäre nicht so weit weg. Vor allem, wenn es jetzt auf dem Berg ist, kommt man nicht raus. Ah, nee, da hinten ist es. Das sollten wir schaffen. Auto geht's gut, uns geht's gut. Gar kein Problem. Hätten ja noch aussteigen können und die Sumpfkorallen da mitnehmen. Nee, besser nicht. Ah, die instabile Energie lasse ich mir, glaube ich, nicht nehmen. Fuck, 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 fuck. Beziehungsweise die kaputte. Das muss gehen. Oh, mach keinen Scheiß. Ich hab Scheiß gemacht. Komm schon. Komm schon. Ah, da wären Thermokristalle gewesen. Das wäre vielleicht wertvoller als die Energie gewesen. Aber wir schaffen's. Wir schaffen's. Ich bin fast optimistisch, dass wir es schaffen. Säureregen. Nein, nicht in den Baum. Boah. Gut gelandet. Danke, Auto. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel wertvolle, beschädigte Energie mitgebracht. Die waren so riesig. Sehen wir ja gleich hier links. 4 beschädigte Energie, so viel zu riesig, aber wenigstens ein bisschen was. Mittelmäßig, muss ich sagen. So, Auto aus. Erstmal verschnaufen an den Medizinschrank. So, dann können wir es direkt mal auftanken. Genau, und ich würde sagen, ich verräume wieder den Loot. Ich schaue, dass ich nichts Neues am Auto anbaue, aber zumindest die Teile mal repariere. Und was wir alles neu machen, machen wir auf jeden Fall zusammen. Und dann würde ich sagen, reicht es schon für die Episode. Schaut mal, wie wir zurückgekommen sind. Na gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.